Hallo und herzlich willkommen zu den Dulli TV News. Schön, dass ihr dabei seid. Ich zeige euch jetzt, was ihr alles in der letzten Woche so verpasst habt. Und los geht's mit der ersten News. Ihr seid Xbox-Spieler und zudem Xbox Live Gold-Mitglied, dann dürft ihr euch ja jeden Monat über kostenlose Games freuen. Und in diesem Monat, im März 2018, könnt ihr euch über sehr geile Games freuen. Denn unter anderem Trials of the Blood Dragon, freue ich mich extrem drauf, ein cooles Spiel. Und zudem Superhot. Ab dem 16.03., also ab der zweiten Hälfte des März, könnt ihr das Ganze runterladen, kostenlos und antesten. Große Empfehlung spreche ich für Superhot aus. Ausprobieren, Spaß haben und weiter geht's zur nächsten News. Nach einem lustigen Tweet hin und her zwischen den Marvel Studios und Robert Downey Jr. wurde bekannt gegeben, dass der nächste Marvel-Film Infinity War nicht erst am 4. Mai, sondern schon am 27. April in die Kinos kommt. Und ich sag mal, früher ist immer geiler. Ich freue mich drauf. Ich glaube, ihr euch auch. Ab zur nächsten News. Der Videospiel-Film-Hybrid für die PS4 namens Detroit Become Human hat einen Release-Termin bekommen. Am 25. Mai ist es soweit. Dürft ihr euch drauf freuen. Im Sci-Fi-artigen Detroit einen Roboter zu spielen oder was auch immer. Wir wissen es noch nicht genau, was auf uns zukommt, aber die Trailer sahen bis jetzt sehr geil raus. Ich freue mich drauf, mal schauen, was das Ganze wird. Und weiter geht es mit Marvel, denn am 8. März kommt die zweite Staffel von Jessica Jones bei Netflix raus. Da freue ich mich sehr drauf. Jessica Jones, die erste Staffel hat mir sehr gut gefallen. Nach Daredevil definitiv meine Top 2 unter den Marvel-Serien von Netflix. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Guckt euch an. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann die erste Staffel schnell reinziehen. Und nun eine etwas unerfreuliche Nachricht, denn Sony hat angekündigt, dass ab 2019 keine PS3 und keine PS Vita-Spiele mehr im PS Plus-Programm enthalten sind. Das heißt, ab 2019 nur noch PS4-Spiele gratis für PS Plus-Mitglieder. Schade, könnt ihr mal in die Comments schreiben, was ihr davon haltet. Und das waren auch schon die Dulli TV News aus dieser Woche. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn das Ganze euch gefallen hat. Schreibt mal unter die Comments, welche News euch bewegt hat. Und wenn ihr richtig Bock habt, dann schaut doch mal hier hinten in das Let's Play von mir und Daniel. Denn wir waren bei Ghost Recon Wildlands wieder mal unterwegs, haben es ausgegraben und ein bisschen geballert. Das war geil, schaltet ein. Und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Schaltet das nächste Mal wieder ein, denn es heißt Dulli TV News. Oder wir machen andere Sachen. Bis dann, ciao.